moving to the eschatological aspect of the kingdom of God, but then in between, John 14 came, chapter 14. Wir bewegten uns auf den eschatologischen Aspekt des Reiches Gottes zu, aber dann kam uns dazwischen Johannes 14. Where the Trinity is explained. Da, wo die heiligste Dreifaltigkeit erklärt wird. So that is how the Holy Spirit guides us, how beautifully He leads us to the Trinity. Das ist, zeigt uns, wie wunderbar der Heilige Geist uns führt, wie er uns führt in die Dreifaltigkeit hinein. And the main point of Jesus's or our discipleship with Jesus is that we are a branch of Jesus. Und der Hauptpunkt unserer Jüngerschaft mit Jesus ist, dass wir ein Zweig an seinem Rebstock sind. Wie Jesus said, you will do all that I do. Jesus hat gesagt, ihr werdet all das vollbringen, was ich auch vollbracht habe. Say everybody, you will do all that I do. Wir wiederholen das gemeinsam. Ihr werdet das vollbringen, was ich vollbracht habe. Even greater things than I do. Und ihr werdet noch größere Dinge vollbringen. This is very important for us to have an enthusiasm to work for Jesus. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir so eine Begeisterung, eine Ermutigung haben, für das Reich Gottes zu arbeiten. I remember these were the words which really burnt in me and made me to run for Jesus. Ich erinnere mich, dass diese Worte wirklich in meinem Herzen gebrannt haben und dass sie mich in Gang gesetzt haben, für Jesus einzustehen, zu laufen für Jesus. And added to that, I always remember what Mother Teresa used to say, we are called to do greater things. Und ich erinnere mich immer daran, was auch Mutter Teresa gesagt hat, wir sind berufen, größere Dinge zu tun. We are called. Wir sind berufen. You see, these 9 days, morning to evening, full day, I am preaching. Ihr seht, diese 9 Tage lang, von morgens bis abends, stehe ich hier und predige. Do you feel bored listening to one man so many days? Fühlt ihr euch gelangweilt, einem Menschen so lange zuzuhören? Nein. So, that is because it is the call, it is the work of God. Das ist, weil es die Berufung ist, weil es das Wirken Gottes ist. Some people ask, 9 days, what are you going to talk all 9 days? Manche Leute sagen, 9 Tage lang, was wirst du 9 Tage lang den Leuten alles erzählen wollen? We are going to do not 9 days, we are going to do 3x9 days, 3x9 days. Und wir machen nicht nur einmal 9 Tage, sondern wir werden hier 3x9 Tage zusammen sein. And after this program in Germany, next day I am traveling to India, and 3 days the Holy Week, and then on the night of Easter Sunday, we have a big 9 days retreat where more than 500 people are going to participate. Und wenn die 9 Tage Glaubensschule hier beendet sind, dann fliegen wir nach Indien. Und nach den heiligen 3 Tagen in der Karwoche und dem Osterfest am Osterabend wird dort in Indien auch eine 9-tägige Bibelschule beginnen und so ungefähr 300 Leute werden daran teilnehmen. 500. There I will have no translator. Ich werde dort keine Übersetzung brauchen. That means the volume I have to speak will be double. Also das Volumen, also das, was ich dort sagen kann, kann doppelt so viel sein, weil es keine Übersetzung braucht, keine Wiederholung. Okay, so all this is possible because I believe the Lord said, you will do greater things. Und all das ist nur möglich, weil ich glaube, dass der Herr gesagt hat, und ihr werdet noch größere Dinge vollbringen. Even now he is telling the same thing. Just yesterday, day before yesterday, in my morning prayer, he spoke, you will do more greater things.
Und das, was er mir früher gesagt hat, das sagt er mir heute immer noch. So war es gestern Morgen und heute Morgen in meinem persönlichen Gebet, hat er mir genau das gesagt: Du wirst noch größere Dinge vollbringen. My wife is always telling, you are now old, 62 years old, this is the time of retirement. Und meine Frau sagt mir öfters, du bist jetzt 62 Jahre alt, das ist Zeit, um zur Ruhe zu kommen. But God is saying, giving me big, big new project. Aber Gott in der gleichen Weise gibt mir immer neue, größere Projekte, ich denke now, über die Füße. You should not be shocked, the new project, what the Lord is asking me to do, a new Kinder Kanal, Television Kanal, only for Kinder. Und ihr mögt vielleicht jetzt erschrocken sein, aber das nächste große Projekt, was der Herr mir aufgetragen hat, ist ein Fernsehkanal nur für Kinder, also ein Kinderkanal im Fernsehen zu entwickeln. In Internet, it start in Internet, a Website. Es wird wieder über eine Webseite im Internet beginnen. Because all the children are always in the internet seeing so many not good videos. Weil es ist so, dass die Kinder im Internet heute sehr viele nicht gute Videos und diese Dinge sehen können und das auch tun. So we said, don't see that, don't see that, don't see that. Und wir müssen sie immer ermahnen und sagen, das sollst du nicht anschauen, das darfst du dir nicht anschauen. But now, another point is, what should they see? Und eine andere Frage ist ja, was sollen sie sich denn dann anschauen? We have to make it for them. Und wir werden das jetzt für sie machen. Wir werden etwas entwickeln, einen Kinderkanal. So this 1 to 5 years of time in a child, if some word of God and biblical thoughts are put in, that will sprout and grow. Also wenn in den ersten 1 bis 4 Jahren eines Kindes das Wort Gottes in das Herz hinein gesät wird, dann wird es wachsen und wird sich ausbreiten. Yes. Diese ersten Jahre sind sehr wichtig. So please pray for this. Und ich bitte euch, betet dafür. How, I don't know how to do it. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. God said it. Gott hat es gesagt. Also wird es geschehen. So it is already done. Also ist es schon getan. It's already began. Hat es schon begonnen. But one good thing is, I have already got about 500 minutes of animation film production done. Animation, this Jesus Wonder. Ach so, aber ich habe schon eine gute Sache, die schon geschehen ist. Ich habe ja schon diese CD-Animation von Jesus Wunder. Two we already have. Another two is almost ready, but we have to. It is available in English, but we have to make it in Deutsch. Also 2 CDs davon oder DVDs davon haben wir schon und 2 sind noch in Arbeit und sie sind bereits in Englisch und wir müssen sie noch auf Deutsch machen. Okay, so now let's again come back to John 14 and complete this this study of John 14. So kommen wir noch jetzt einmal zurück zum Johannesevangelium 14, so dass wir dieses Studium über diesen Teil der Schrift heute beenden können. That Jesus said, I am going to the Father. Jesus sagt, ich gehe zum Vater. Therefore you will do greater things. Und ihr werdet größere Dinge vollbringen, denn ich gehe zum Vater. And then he said in verse 13, and whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son. Und im Vers 13 sagt Jesus, alles, was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Everybody, say louder, whatever you ask. Wir lesen das noch einmal zusammen. Alles, was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Whatever you ask. Was ihr auch bittet. Is it interesting? Ist das nicht interessant? Whatever you ask. Alles, was ihr bittet. In this 14, 15, 16. In diesen Versen 14, 15, 16. Many places Jesus said almost the same thing. Sagt Jesus auf verschiedene Weise immer wieder dasselbe. Whatever you ask, my Father will give. Was immer ihr den Vater bitten werdet, wird er euch geben. Now, this is 14, 13, then 15, 7.
Und dann 15. Also 15. Kapitel, Vers 7. If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want and it will be done for you. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Yes. 15:7. 15. Kapitel, Vers 7. And Und 16. Kapitel, Vers 24. Until now you have not asked anything in my name. Ask and you will receive. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Yes. Hat Jesus doch hauptsächlich nur die Apostel gemeint? Beziehungsweise es war ja damals die erste Bischöfe, wenn man so will. He spoke to the apostles or to all the people when he says this? He spoke to whoever believes in me. Er spricht das zu jedem, der an ihn glaubt. Whoever believes in me. Wer immer an mich glaubt. I have seen even non-baptized person doing mighty things on evangelization. Because they believe in Jesus, they are not yet baptized, but believe. Und ich habe gesehen, wie viele Menschen gute Dinge für die Evangelisation tun, weil sie an Jesus glauben. Great things. Große Dinge. And the power of Jesus is working through them miraculously. Und Jesus lässt durch diese Menschen Wunder geschehen. Yes. You see, we can see this in the Bible also many places. Und das können wir auch an der Bibel an verschiedenen Stellen sehen. Yeah. So every believer, a believer will do this. Jeder, der glaubt, kann das tun. Not only bishop, priest and Ordensleute, religious, but when we say ordinary layman, it is not small thing. A ordinary lay person is a baptized and confirmed man. He is another Christ. Und das ist jetzt nicht nur gesagt zu Priester, zu Ordensleuten und Gottgeweihten, sondern es ist gesagt zu jedem Laien. Und wenn wir sagen, jeder Laie, dann ist das nicht irgendwas Gewöhnliches, sondern ein Laie ist ein getaufter, ein gefirmter Mensch, der die Eucharistie empfangen hat. And this is Beispiel. I am not a priest. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Ich bin kein Priester. Yes. Bishops used to call me to give retreat to many dioceses. Es gibt Bischöfe, die mich rufen, dass ich in den Diözesen in die Diözese komme, um dort zu predigen. One diocese in India, which is the biggest diocese, when I was preaching to the priest there, on the last day, the bishop told one something. Und einmal, als ich in Indien in der größten Diözese dort war, Exerzitien gegeben habe für die Priester, kam am letzten Tag der Bischof zu mir. Bishop was giving a thanksgiving at the end of the exercise. Am Ende der Exerzitien kam der Bischof, um sich zu bedanken. He was also attending the retreat. Und er hat selbst an den Exerzitien teilgenommen. He said, 5 days, me and all of you were listening to this layman. Und er sagte, 5 Tage lang habe ich und alle anderen Priester diesem Laien zugehört. And we were all convinced what he spoke is theologically correct and biblically strong. Und wir waren alle überzeugt, das, was er sagt, ist theologisch richtig und biblisch stark. How he got all this? He has not studied like us in a theology institute. Wie kann es sein, dass er alle diese Dinge so weiß? Er hat doch gar nicht studiert in einer Bibelwissenschaft oder in einem theologischen Institut. So we recognize this is the work of the Holy Spirit directly to all lay people. Und wir erkennen darin, sagte der Bischof, dass der Heilige Geist direkt zu Laien sprechen kann und sie unterweisen kann. My dear priest, now he is challenging the priest. Und dann, als er angefangen hat, die Priester angesprochen, hat gesagt, meine lieben Priester, can we not have one person like Thomas Paul in each our parish? Können wir nicht eine Person wie Thomas Paul in jeder unserer Pfarreien haben?
Verstanden? Every lay person, it is possible. Und es ist möglich für jeden Laien. We should not think it is only for bishop or priest that is. Wir sollen nicht denken, das ist etwas nur für Bischöfe, für Priester oder für Gottgeweihte. In 897 in Catechism says. Im Katechismus Nummer 879. Nein, 97. 897. The term laity is here understood to mean all the faithful except those in holy orders and those who belong to a religious state approved by the church. Unter der Bezeichnung Laien werden hier alle Christgläubigen verstanden, außer den Gliedern des Weihestandes und des in der Kirche anerkannten Ordenstandes. Die Christgläubigen also, die durch die Taufe Christus einverleibt, zum Volk Gottes gemacht und des priesterlichen, prophetischen und königlichen